Hallo alle zusammen. Sehen Sie sich die Hauptursachen für verlorene Festplattenpartitionen an und wie Sie Dateien von verlorenen Partitionen wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Neuinstallation oder Wechsel zu einem anderen Betriebssystem, versehentliches Löschen einer Festplattenpartition, unsachgemäße Arbeit mit Partitionmanager, physische Fehlfunktionen, fehlerhafte Sektoren. Es ist nur eine kleine Liste von Gründen, die zum Verlust von Laufwerkpartitionen führen können. Der Hauptgrund für Ihren Verlust liegt in der Beschädigung der Partitionstabelle. Die Partitionstabelle ist eine Art Systemdatei, die wichtige Informationen über die Partitionen des Laufwerks enthält. Einschließlich Start- und Endpunkt der Medienpartitionen, Dateisystem, Name, Größe und andere wichtige Informationen. In den meisten Fällen bedeutet der Verlust von Festplattenpartitionen nicht den Verlust von Dateien. Wenn etwas vom Laufwerk gelöscht wird, ist es in den meisten Fällen tatsächlich noch vorhanden, wird aber vom System selbst nicht mehr angezeigt. Dennoch besteht selbst in den schwersten Fällen die Möglichkeit, dass gelöschte Dateien wiederherstellen werden können. Im Folgenden werden wir mögliche Gründe für das Verschwinden von Partitionen besprechen, was Sie tun sollten, um Datenverlust zu verhindern und wie Sie Daten wiederherstellen können. Wenn aus irgendeinem Grund eine oder mehrere Partitionen aus Ihrem Laufwerk gelöscht wurden, dürfen Sie niemals eine neue Partition ins nicht zugewiesene Speicherplatz erstellen oder neue Daten darauf schreiben. Verwenden Sie das System und die beschädigte Festplatte nicht mehr, um weitere Schäden zu vermeiden. Andernfalls führt dies nicht nur zum Verlust der Partition, sondern auch zum Überschreiben der Informationen. Tatsächlich ist es nach Verlust einer Partition viel schwieriger, Informationen wiederherzustellen, als nach einer normalen Datenlöschung. Um den Verlust von Festplattenpartitionen zu vermeiden, sollten Sie zunächst die Gründe herausfinden, warum sie fehlen können. Der erste Grund ist eine beschädigte Festplattenpartitionstabelle. Um mit einer Festplatte zu arbeiten, müssen Sie sie zunächst partitionieren, damit das Betriebssystem versteht, welche Bereiche der Festplatte beschreibbar sind. Aufgrund der größten Kapazität von Festplatten sind diese in der Regel in mehrere Partitionen unterteilt. Die jeweils einen eigenen Buchstaben haben. Nachdem die Festplatte partitioniert wurde, wird eine Partitionstabelle auf die Festplatte geschrieben, damit das Betriebssystem sie erkennen kann. Wenn diese Tabelle beschädigt wird oder verloren geht, führt dies zu einer Beschädigung der Partition. Danach ist es nicht mehr möglich, darauf zu lesen oder zu schreiben. Es gibt mehrere Festplattenpartitionsstrukturen. MBR, das fast seit dem Aufkommen von Festplatten in Gebrauch ist, und das moderne System GPT. Einige Betriebssysteme haben eine eigene Struktur. Zum Beispiel können macOS eine APM-Tabelle, Apple Partition Map, verwenden. Wenn Sie also ein Laufwerk mit der Partitionstabelle eines Betriebssystems nehmen und es an einem PC mit einem anderen Betriebssystem anschließen, sind die Informationen hochwahrscheinlich nicht zugänglich. Um die Daten abzurufen, benötigen Sie eine Fremdsoftware. Hetman Partition Recovery bewältigt eine solche Aufgabe problemlos. Es erkennt automatisch das Dateisystem des Laufwerks und nach dem Scannen können Sie den Inhalt des Laufwerks durchsuchen und die Daten auf ein anderes Laufwerk exportieren. Außerdem ist es
unmöglich, ein Partitionssystem zu ändern und das Laufwerk neu zu formatieren. In diesem Fall gehen natürlich alle Daten auf dem Laufwerk verloren. Nach einer solchen Formatierung ist das Programm in der Lage, die verlorenen Dateien wiederherzustellen. Zweiter Grund: Nicht unterstütztes Dateisystem. Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Dateisysteme, die sich in ihrer internen Struktur unterscheiden. Es gibt universelle Dateisysteme, die von den meisten Systemen erkannt werden. Und dann gibt es ein proprietäres, das von einem fremden Betriebssystem nicht erkannt wird. Wenn Sie zum Beispiel ein Laufwerk mit dem X4-Dateisystem in Linux formatieren, Daten darauf schreiben und es dann an einen Windows-PK anschließen, erkennt dieser das Laufwerk nicht und fordern Sie auf, es zu initialisieren und Sie verlieren Informationen. Wenn Sie versehentlich gestimmt haben, das Laufwerk wieder auf Linux zu initialisieren, werden Sie nichts darauf sehen. Das Laufwerk ist leer. Wenn Sie ein solches Laufwerk mit Partition Recovery öffnen und analysieren, können Sie die darauf befindlichen Informationen wiederherstellen. Der dritte Grund: Versehentliches Löschen einer Partitionen. Es ist nicht auszuschließen, dass es menschliches Versagen gibt. Jeder kann Fehler machen und bis zu einem gewissen Grad sind diese Fehler unvermeidbar. Wenn Sie auf ein Medium zugreifen, schlägt das System vor, es für die weitere Verwendung zu formatieren. Sie haben ja gesagt, aber danach waren alle Daten auf dem Gerät weg. Sie könnten sie bei der Festplattenverwaltung versehentlich eine Partition löschen, mit Discrept das falsche Laufwerk löschen oder andere Partitionen durchführen, die zu Datenverlust führen würden. In einem solchen Fall kann nur ein Datenrettungsprogramm helfen. Die vierte Ursache: falsche Glossenänderung der Partitionen im Partitionsmanager. Bei der Arbeit mit Partitionen wurde eine falsche Partition markiert, das versehentliche Löschen einer Partition führte zum Verlust aller anderen Partitionen und infolgedessen waren alle Informationen nicht mehr verfügbar. Bei der Arbeit mit Anwendungen mit dem AOMI Partition Manager kann es passieren, dass Sie versehentlich den falschen Datenträger auswählen und alle seine Informationen löschen. Wenn Sie Partitionen erweitern oder zusammenführen, können ein plötzlicher Stromausfall oder ein Programmabsturz dazu führen, dass die Partitionen verschwinden. Wenn ein Laufwerk partitioniert wird, schreibt das System wichtige Informationen an den Anfang des Laufwerks, seine Größe, an welcher Offset es beginnt und wo sich die anderen Volumes befinden, den Dateisystemtyp und so weiter. Wenn einige Sektoren, in denen sich diese Informationen befinden, beschädigt sind, kann das System diese Informationen nicht mehr lesen und zeigt den Benutzer nicht mehr alle Partitionen auf dem Laufwerk an. Letztendlich bleiben alle Dateien dort, wo sie sind, aber das Betriebssystem kann nicht auf sie zugreifen, weil es alle kritischen Informationen überschrieben hat. Darüber hinaus unterstützen einige partitionierte Programme möglicherweise nicht das spezifische Dateisystem, in dem das Laufwerk partitioniert ist. Wenn Sie mit diesem Manager weiter daran arbeiten, kann das Programm seine Tabelle überschreiben, woraufhin es schwierig wird, die Informationen wiederherzustellen. Hetman Partitioner Recovery wird mit all diesen Problemen problemlos fertig, liest das Laufwerk aus, findet die verlorenen Partitionen und stellt alle verbleibenden Informationen wieder her.
Fünfter Grund: Verlust von Partitionen aufgrund von Formatierung oder Dateisystemänderungen. Die nächste Verlustursache ist die Formatierung. Es gibt eine vollständige und eine schnelle Formatierung des Laufwerks. Eine schnelle Formatierung schreibt einen Bold-Sektor und eine leere Tabelle des gewählten Dateisystems auf das Laufwerk. Der Speicherplatz auf dem Laufwerk wird als unbenutzter Speicherplatz markiert, ohne dass tatsächliche Daten aus dem Speicherplatz gelöscht werden. Mit anderen Worten, alle Informationen bleiben an ihrem Platz, werden nur nicht mehr vom System angezeigt. Bei einer vollständigen Formatierung wird das Laufwerk mit Nullen überschrieben. Wobei alle Daten ebenfalls mit Nullen überschrieben werden, eine Wiederherstellung schlägt in den meisten Fällen fehl. Wenn Sie das Laufwerk in Partitionen unterteilen, werden möglicherweise kritische Informationen auf die erste Festplatte geschrieben. Wenn Sie die erste Platte vollständig formatieren, werden diese Informationen möglicherweise mit Nullen überschrieben und andere Partitionen mit Informationen gehen ebenfalls verloren. Auch wenn Sie das Dateisystem konvertieren, zum Beispiel von FAT und NTFS, können die Serviceinformationen beschädigt werden und das System kann die zweite Partition auf dem Laufwerk nicht mehr finden. Selbst wenn Sie eine lustfreie Kommandoeinzahlen-Konvertierung durchführen, können Sie nicht sicher sein, dass die andere Partition auf dem Laufwerk nicht verloren geht. Der sechste Grund ist das Löschen und Erstellen von neuen Partitionen. Wenn Sie ein Laufwerk partitionieren, löschen oder neue Partitionen erstellen, zusammenführen und so weiter, können Sie auch die gewünschten Partitionen verlieren. Wenn Sie versehentlich die falsche Partition in der Datenträgerverwaltung gelöscht haben oder nach einer Aktion auf der Partition diese verschwunden sind und die Laufwerke im Explorer nicht mehr sichtbar sind, kann Ihnen nur ein Datenrettungsprogramm helfen, die restlichen Informationen von den Datenträgern wiederherzustellen. Siebte Ursache: gesprochene Sektoren und physischer Laufwerkausfall. Festplattenteiler ist ein Titel unterteilt und jeder Titel ist in Sektoren unterteilt. Wenn ein Sektor nicht wie üblich gelesen oder geschrieben werden kann, wird dieser Sektor als fehlerhafter oder defekter Sektor bezeichnet. Bei einer großen Anzahl fehlerhafter Sektoren kann die Festplatte vollständig ausfallen. Das Schreiben und Lesen von einem solchen Medium ist unmöglich. Wenn jedoch ein oder mehrere Sektoren beschädigt sind, können die Informationen immer noch gelesen werden. Wenn diese Sektoren jedoch kritische Partitioninformationen erhalten, zeigt das System das Laufwerk möglicherweise nicht mehr im Explorer an. In diesem Fall ist eine Software für Drittanbieter erforderlich. Der achte Grund: Störung oder Stromausfall des Mediums zum Zeitpunkt des Schreibens. Wenn eine Störung oder ein Stromausfall auftritt, während das externe Laufwerk beschrieben, partitioniert oder formatiert wird, kann das externe Laufwerk beschädigt werden und eine weitere Verwendung ist ohne Formatierung möglicherweise unmöglich. Es können nur einige Daten geschrieben werden und da nicht alle Daten geschrieben wurden, kann ein späteres Lesen solcher Dateien schwierig oder sogar unmöglich sein. Es ist eine Wiederherstellung der Datenstruktur erforderlich, bei der einige oder alle Daten aus dem Flash-Laufwerk oder dem Laufwerk verloren gehen, oft ohne die Möglichkeit der Wiederherstellung. Um Schäden an Wechselmedien nach der Aufnahme zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Funktion Hardware-sicher entfernen zu verwenden. Dies gilt insbesondere für eine externe Festplatte. Externe Festplatten benötigen Energie, um sicherzustellen, dass die Festplattenköpfe vor dem Ausschalten an einem sicheren Ort eingesetzt werden, wo sie die Oberfläche der Datenscheibe nicht beschädigen können. Wenn sie nicht an einem sicheren Ort installiert werden, ist es möglich, dass sie direkt auf die Ausgangsoberfläche der sich drehenden Platten fallen und diese beschädigen und Informationen verlieren. Der neueste Grund: kein Laufwerk Buchstabe zugewiesen. Außerdem weist Windows in manchen Fällen externen Laufwerken und USB-Sticks keine Buchstaben zu. Wenn einer Partition kein Laufwerkbuchstabe zugewiesen wird, bleibt sie für das Betriebssystem unsichtbar.
Wenn Sie außerdem der in zugewiesener Laufwerkbuchstabe geändert hat, führt der Zugriff mit einem früheren Laufwerkbuchstaben zu einem Fehler. Wenn das System nicht automatisch einen Laufwerkbuchstaben zuweisen kann, tun Sie dies manuell. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung, suchen Sie einen Datenträger, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, ändern Sie den Laufwerkbuchstaben oder den Pfad hinzufügen, wählen Sie einen freien Buchstaben aus der Liste. Okay. Wenn danach die Informationen aus dem Laufwerk nicht angezeigt werden, verwenden Sie ein Datenträgerprogramm. Rechnerpolitischen Recovery kann Ihnen bei den meisten Ursachen für verlorene Festplattenpartitionen helfen, Daten wiederherzustellen. Das Programm analysiert die Daten aus dem Datenträger, auch wenn die Tabelle angenutzt ist oder fehlt, und stellt verlorene Daten mit Hilfe einer Signatursuchmethode wieder her. Dank der tiefen Festplattenanalyse kann die Software Informationen auch nach einem System oder mechanischer Fehler oder wenn die Festplatte unzugänglich ist, wiederherstellen. Es scannt das Laufwerk automatisch und zeigt alle Daten auf dem Laufwerk an, sodass Sie nur noch die Daten wiederherstellen müssen. Wenn schneller Scan nichts finden, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Wählen Sie Dateien, die Sie wiederherstellen möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort und klicken Sie nochmal auf Wiederherstellen. Wenn dies geschehen ist, befinden Sie sich in dem angegebenen Ordner. Wenn die Dateisystemtabelle des Laufwerks beschädigt ist, und das Programm die verlorenen Partitionen nicht automatisch finden konnte, verwenden Sie Festplatten-Suchfunktion. Starten Sie das Programm, öffnen Sie die Registerkarte Datenträgerverwaltung, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk mit der verlorenen Partitionen und wählen Sie Datenträgersuche. Hier müssen Sie den Dateisystem der verlorenen Partition angeben. Wenn Sie mehrere Partitionen mit unterschiedlichen Dateisystemen auf dem Laufwerk hatten, geben Sie alle an, dann suchen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt das Programm alle gelöschten Partitionen in diesem Fenster an und sie erscheinen im Datenträgermanager. Es muss nur noch gescannt und Informationen wiederherstellen werden. Die Partitionierung Ihrer Festplatte hilft Ihnen, Ihre Dateien besser zu speichern und zu verwalten. Bevor Sie jedoch irgendwelche Operationen an den Laufwerken durchführen, vergessen Sie nicht, Ihre wichtigen Daten zu sichern, um sich vor deren Verlust zu schützen. Und denken Sie daran, auch in der schnellbar ausgelosteten Situation gibt es immer eine Lösung. Die Hauptsache ist, genau zu wissen, was zu tun ist und die richtigen Tools auszuwählen, um es zu lösen. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.